Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Watch Dogs. Wir müssen uns jetzt mit Bad Boy treffen, genau. So heißt der Typ. Der ist hier drüben. Wie man sieht, ich bin wieder am Versteck. Ich habe es ja letztes Mal schon erklärt. Ich hab die in deinem Schrank gefunden. Und ja, müsst schon. Und ich hab dir gesagt, du sollst sie loswerden. Müsste Und Folge ich hab gesagt, die 4 Haare sein, sollst du glaube wegwerfen. ich, wo ich das ja kurz Ich erklärt habe, hab dass dir man gesagt, du eben sollst sie loswerden. Egal, was du sagst, sag einfach, ich hab dir ja gesagt. im Versteck quasi wieder spawnt. Aber wir packen uns hier mal dieses hübsche Auto. Handschuhfach geplündert, 42 Dollar. Online-Rennen, nee, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Ja, dieses Online-Zeug da. Ich war echt am Überlegen, ob das so richtig online ist oder ob das im Spiel online ist. Und das ist wohl nur im Spiel quasi online. Und ja. Wenn das dann so mit Schießerei und so zu tun hat, wird es doch ein bisschen heftig. Muss mal gucken, dass ich vielleicht später dann auf Tastatur schnell umsteigt, wenn wieder Schießerei ist. Weil dann ist es ein bisschen leichter mit Zielen und bla bla bla. Ja, ihr kennt es ja vielleicht selber. Ich weiß nicht, wenn ihr nur PC spielt, dann ist es eben leichter mit Maus und Tastatur zu zielen als mit einem Gamepad. Auftrag, ups, Entschuldigung. Da habe ich hier die Bushaltestelle überfahren. So, wir hacken mal die Ampel. Bisschen Chaos machen. Das mache ich ja gern. Online-Entschlüsselung. Entschlüsselung, nee, habe ich auch keine Lust. Ich will jetzt Bad Boy treffen und mein Paket abholen. Er hat zumindest gesagt, ja, ich habe was für dich, wir müssen uns treffen. Obwohl Bad Boy ja eigentlich unerkannt bleiben wollte. So, fahren wir einfach außen rum. Das Ding hat wenigstens ein bisschen Power, ey. Kann natürlich genauso übersteuern wie andere Karren, aber naja. So. Ich weiß nicht mehr, macht es irgendwie richtig viel Spaß, hier die ganze Zeit irgendwas zu hacken. Das ist halt schon so eine coole Sache eigentlich. Wenn es auch so schnell gehen würde, ja, dass man eben mal Ampel hackt, wäre ja gar nicht so verkehrt manchmal, wenn man dann irgendwie es eilig hat. Wir gehen mal kurz zum Geldautomat. Gucken, ob ich was krieg. 1400 Dollar. Na, das hat sich ja gelohnt. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert der Zack. Jetzt will er mich treffen. Sehr ungewöhnlich. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. Ja, was er vorhat. Ich habe irgendwie so ein ungutes Gefühl dabei. Wir laufen einfach mal ganz cool darunter. Was? Bad Boy, 17. Bitte, was? Bad Boy, 17? Clara. Clara.
siehst nicht aus wie 17. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mach dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast. Ich weiß, wo man ihn findet. Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest Dead Sex System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. Ja, was will man dazu sagen? Bad Boy ist eine Frau. Und wie 17 sieht sie wirklich nicht aus. Ah genau, ich habe ja noch eine neue Fähigkeit. Sie haben nun Zugang zu allen verfügbaren Fähigkeiten. Gucken wir doch erstmal beim Hacken. Gegnerkommunikation stören. Hacken Sie Gegner, um sie mit der Rückkopplung in ihrem Headset zu verwirren. Aber Hochbahnsteuerung, das habe ich ja schon gesagt, brauche ich erstmal nicht. Zusatzakku ist immer gut, das nehme ich gleich mal mit. Geldautomaten-Hackboost erhöht die Geldmenge, die man durch das Hacken von Bankkonten am Geldautomaten erhält. Finde ich keine schlechte Idee. Oh, wir haben Zusatzakku 3 sogar. Brücken brauche ich auch nicht unbedingt. Ah, Helikopterabschaltung. Ich kann Helikopter für 15 Sekunden ausschalten. Das ist krass. Brauche ich aber wahrscheinlich erstmal nicht. Schneller Wechsel. Pyrotechniker. Techniker. Kugelwiderstand, ganz wichtig. Auf jeden Fall. Fokus komme ich, nehme den Fokus auch mit. Habe ich ja. Mehr wollte ich auch mal machen. Fokus Boost, eine Pille, die eine massive, sofortige Fokuserholung bietet. Gemcoms USV. Unkonventionelle Sprengvorrichtungen sind äußerst starke Sprengkörper. Ihr hohes Gewicht erlaubt nur eine kurze Wurfweite zur Sprengung hacken. Defensiver Fahrer reduziert erlittenen Schaden bei Zusammenstößen. Ich glaube, ich nehme die Gegnerkommunikation Stern. Das wird, denke ich, so das Beste sein. So. Und das Telefon klingelt. Hey. Spreche ich mit Bad Boy oder Clara? Mach's nicht kompliziert. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber erst Clara. Seine Adresse wurde durch einen CTOS-Büroturm gebounced. Kundenservice, Angestellte, Manager. So Sachen halt. Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich rein? Ich gebe dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude.
Da, wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch. In dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten. Anstarren. Physischer Kontakt. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne. Ja. Das hat sie ziemlich gut erkannt. Ah, da ich jetzt kein Auto klauen wollte von irgendjemand, laufe ich da mal eben hin. Beziehungsweise ich könnte gleich mal einen Schnitt machen dann. Lass mal hier rüber. Das mache ich dann, wenn ich fast da bin am besten. Dann kann ich nämlich direkt starten mit der Mission. Was hat das zu bedeuten? Was? Fahr doch weiter. So, ich bin fast da. Da vorne ist auch Sperrgebiet. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.